Bei uns spitzt sich die Lage zu für die Sowjetunion. Elena Shevchenko. Sie ist die zweite Turnerin an diesem Gerät für die UdSSR. 9,725 die erste Note der ersten Turnerin, Svetlana Baitova. Schöner Doppelsalto, aber mit geöffneten Beinen. Mal ein Doppelsalto, sicher gestanden. Sie haben vorhin die Verletzung mitbekommen von Olga Strascheva. Man hat sie mit einer Trage aus der Halle bringen müssen. Wenn wir noch einmal eine der akrobatischen Bahnen von Elena Shevchenko sehen. Ein Zuckerhaarer, schön gestanden. Und hier, ja, es ist der Doppelsalto. Ich vermute am Schluss. Also die UdSSR mit nur 5 Turnerinnen. Ähnlich sieht es bei der DDR aus. Eberhard Ginger hatte die Möglichkeit, weil er in den Innenraum kommt, sich Informationen zu verschaffen? Ja, ich hatte gerade die Gelegenheit, die Präsidentin des Technischen Komitees, Frau Ellen Berger, über die Verletzung von Martina Jentsch zu fragen. Sie hat sich beim Pferdsprung verletzt und im Fernduell USA gegen die DDR geht es jetzt in die entscheidende Phase. Dagmar Kersten macht sich fertig für ihre Stufenbarrenkür. Wir können nur hoffen, dass uns die Regie die Stufen